Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. So, wir sind noch 25 Kilometer entfernt von unserer Heimatbasis. Aber ich habe mir gedacht, komm, schmeiß an das Ding, hast du eh nicht so viel Zeit. Da musst du die Zeit auch mal richtig nutzen und einfach aufnehmen. Da labern wir jetzt halt ein bisschen, weißt du? Aber ich habe eine Folge und lass Zeit nicht unnütz verstreichen. Tote Zeit ist ja etwas, was ich abgrundartig hasse, ne? Dieses unbekannte Signal fällt auch auf dem Planeten, ne? Interessant. Naja, ja, tote Zeit. Also, ich persönlich sehe ja Fernsehen immer als tote Zeit, weil du nichts aktiv dabei machst. Du produzierst nichts, du stellst nichts her, du nimmst nichts auf. Das ist, ja, tote Zeit. Du kannst ja auch die Wand angucken. Ist genau dasselbe. Ja. Wo müssen wir hin? Wir müssen eher darüber. Mal kurz einen Schub geben. Ja, und ja, ich fühle mich, wenn ich mal in so einer toten Zeit bin, enorm gelangweilt, absolut schlecht. Und es macht mich aggressiv wie Sau. Wo ich dann sage, ich muss irgendwas tun. Geht nicht anders. Ja, versteht aber nicht jeder irgendwie. Weiß auch nicht. Ich habe halt dann so diesen Drang. Jetzt kommen dann natürlich hier wieder die Fachexpertisen, die meinen, naja, ein PC ist ja auch nichts anders. Doch, ist es. Also grundprinzipiell. Da gab es mal das schon ein paar Jährchen her. Ich weiß nicht, ob die Studie mittlerweile aktualisiert wurde. Oder ob es da irgendwelche anderen Meinungen dazu gab, weiß ich nicht mehr. Weil es ist so, am PC, ne? Wenn du jetzt irgendetwas spielst zum Beispiel, oder okay, Let's Plays kannst du da, glaube ich, gar nicht mit reinnehmen, weil dieses Reden, Überlegen und so weiter, das ist, glaube ich, gehirnaktivitätsmäßig auf einem ganz anderen Level. Das ist wie ein Geschichtenerzähler früher, ne? Da bist du auf einem ganz anderen Level. Und beim Fernsehen ist es so, deine Gehirnaktivität, die geht fast gegen Null. Außer du bist ein enorm empathischer Mensch und versetzt dich in die Lage des Schauspielers, in seiner Rolle, um gewisse Dinge nachzuvollziehen. Machen aber, muss man auch dazu sagen, die wenigsten. Also fast keiner. Und ich sehe meinen Transporter vor hier, cool. Deshalb, du kannst das von der Gehirnaktivität, kann man das nicht vergleichen. Wenn man etwas aktiv macht oder sich passiv berieseln lässt. Da muss man unterscheiden. So, Helm kam wieder auf. Sauerstoff haben wir wieder. So, Home Sweet Home. Hallöchen. So, hat aber auch ganz schön viel Strom gekostet, muss ich sagen, ne? So, flupp. Warum habe ich denn, warte mal, machen wir so. So. Warum habe ich denn das ganze Gelumpse dabei? Rinder. Warum auch immer du mitgegangen bist. So. Ah ja, die letzten 25 Folgen, die waren leider umsonst. Der Sarkophag wurde entfernt. Wir wünschen einen schönen Tag. Hui, well. So, aber jetzt muss ich erstmal gucken. Da auf. Zu. Hallo Musik? Steht nicht unter Druck. Wir sind nicht dicht.
Wir sind nicht dicht. Wir sind nicht dicht. Warum? Braucht man auch nicht raten. Hier so, ne? Ist klar. Ich könnte Folgendes machen. Pass auf, ich nehme das hier, die hier. Probiere, versuche, mache, tun. Hallo? Ich mache mal hier weiter. Play. Play. Ah, jetzt kommt was. So, wenn ich die einfach da hier so dran zimmer. So, jetzt stehen wir dann erstmal nicht mehr unter Druck. Oh, unter dem Druck kann ich nicht arbeiten, du. Das geht nicht. Aha. So, dann nehmen wir gleich nochmal hier. Wenn es mit denen nicht funktioniert, benutze ich was anderes. Wäre, glaube ich, nur vom Design ganz angenehm, oder? Oder? Weiß nicht. Alternative? Klar haben wir Alternativen. Alternativen wie Sau. Regale. Sitze. Tische. Nee, das ist auch total falsch. Und das war das Ding hier weggeworfen. C-Fix. So. Wo war ich? Gepanzerte Platten. Im Holzstyle. Ah, nee, es schaut zu dreckig aus. Aber hat was. Carbon, nein. Du? Clean? Nein, ich weiß nicht. Clean? Vielleicht? Nee, das ist immer dasselbe, ne? Mit Clean. Dann nein. Camouflage. Apropos. Ich habe meinen Space Engineer Plüschi bekommen. Wäre aber cool gewesen, wenn da drauf steht, welche Nummer er hat. Weil es wurden 1183 produziert, aber es steht halt nirgendwo drauf, welche Nummer das ist. Leider. Oh, so ein Glamour. Leider, leider. Naja, was soll's. Außer ich habe das echt nicht gefunden. Oh. Glaube ich, bleib dabei. Achso, Stahlplatten. Stahl. Haben wir noch mehr? Nee. Sekunde. Da müssen wir mal kurz. Ist natürlich auch nicht garantiert, dass die Sachen, die ich jetzt hier verbastel, dass die auch dicht sind. Ne? Das ist so das Nächste. Aber theoretisch, weil es belegt ja einen ganzen Block. Müsste theoriedicht sein. Und hier ist ja auch was davor gebaut. So. Hier sind die Dinger verbaut. Hier sind die Dinger verbaut und jetzt müsste theoretisch ihmchen unter Druck stehen. Immer noch nicht. Okay. Nee, ist mir egal jetzt. Das ist mir jetzt egal. Ich baue mir hier vorne einfach eine Schleuse her. Ich baue mir da vorne einfach eine Schleuse hin.
So, zack. So, und zwar für diese Schleuse, das wird eine besondere Schleuse. Mhm. Extravagant und so. Nee, natürlich nicht. Brauchen wir Türen und Durchgänge. Gucken wir uns mal den an. Gucken wir uns mal den an. Hier unten kann ich noch nicht bauen, oder was? Warum? Aha. So, Sekunde. Gucken wir uns den ganzen Charisma an. Wie das so aussieht, wie das so wirkt, damit wir uns da einen schönen Durchgang hier machen. Wo waren die jetzt? Hä? Hä, bin ich doof? Wo waren die Durchgänge? Nicht wundern, ich gucke nur nach oben rechts gerade momentan. Und nicht, wo ich in der Hauptliste unterwegs bin. Ach, hier sind die doch mit drin, meine Güte. So, das ist hier so ein Durchgang. So, lass mal sehen. Okay. 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 Oh, beleuchtet? Beleuchtet ist gut. Jawohl. So muss das. So, weil dann kommt der hier so hin. Den kann man dann hier so bauen. Genau, und dann wird das hier eine schöne große Schleuse. So, hier unten dran kommen dann natürlich die festen Platten. Die da hier. 1, 2, 3, 4. So, der Kapis hier kann dann erstmal wieder alles weg. Was? Sag bloß, ich habe keine interne mehr. Doch. Da wäre ich jetzt aber fuchsteufelswild, welcher jetzt, Quandu. So, pass auf. Dann hier. Da brauchen wir ja dann die Blankos. Die da hier. Und zwar so, so, so. Genau, dass die Schleuse auch schön dicht ist. Können wir hier nämlich so ein bisschen lang eiern, genau. Das wäre ich. Wie macht man das hier? Gibt es hier auch so ein Eckdings? Durchgang Kreuzung, Durchgang Rahmen, Durchgang Ecke. Geil! Flupp. So, dann halt. Der da weg? Na doch, weg. Passiert. Ups. So, aber kaputt ist nichts. Nee. So, aber dann... pass auf. Ach, dann... Wie machen wir das dann jetzt? Da brauchen wir jetzt dann hier wieder die Yogis hier. Wo waren sie? Die da. Genau, die erstmal von unten. So. Und hier kommt dann wieder die Treppe ran. So. Kacke.
Das hier bräuchten wir eigentlich nicht. Wir bräuchten hier die Tür. Schleusentür. So. Oh, Entschuldigung. Einmal nicht aufgepasst. So, und was? Panzerglas. Machen wir halt mal 1000 Stück. So. Zack, zack, zack. Und hier kommt dann auch noch eine Schiebetür rein. Also die hätte ich vielleicht gleich mitnehmen können. Ich drop's. Naja, passiert, passiert. Obwohl, hier könnten wir... Hier könnte man eine versetzte Tür mit reinmachen eigentlich. Ja, dann sieht man mal hier das Ding. Das ist auch doof. Ja, da muss es doch die Schiebetür werden. Genau. Dann kannst du den hier schön mit Druckbe aufschlagen. Aus. Klappe auf. Klappe zu. Klappe auf. Klappe zu. Genau. So, jetzt brauchen wir hier oben nur noch die Laufstege, die schönen. Ecke. Zack. Ecke. Zack und zack. Ausgezeichnet. Licht wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ein bisschen ausleuchten, das muss man schon. So, Eckleuchte hier ist natürlich dann wieder nicht so. Also entweder machen wir hier eine her oder wir machen da eine her. Ich wäre eigentlich eher für... Da eine Eckleuchte. Da eine Eckleuchte. Ich glaube, ich mache hier oben eine Leuchte hin. So, Bedienfeld. Eck. Leuchte 2. TRSP war das, ne? Transporter. Upsa. Genau. Vielleicht nicht in ganz so grellen Weiß. Halt eher so ein bisschen... Hier so ein bisschen. Sieht, glaube ich, natürlicher aus, ne? Wenn du so ein bisschen warmweiß nimmst, dann ist das ganz okay. Sehr schön. So oder so ähnlich soll das ja sein. So, einmal kurz aufgetankt. So. Ich gehe mal gucken, ob ich vor die Triebwerke vielleicht nochmal welche hinkriege. Nein. Aber was ich hinbekommen würde, zumindest anteilig, hier nochmal 3 und hier nochmal 3 von den kleinen. Weiß ich aber nicht, ob ich das möchte, wisst ihr? Läuft ja eigentlich ganz gut bis jetzt mit dem Kumpel. Sehen wir dann, wenn wir unseren ersten Versorgungsflug zum Sarkophag hoch machen. Wie er sich denn anstellt. So, aber dafür müssen wir ja auch erstmal hier im großen Stile produzieren. Und zwar alles, was man so braucht. Das heißt, Stahlplatten haben wir gemacht. Ich gehe mal eben ganz kurz das Inventar ein wenig durch. Dafür setzen wir uns hier mal rein. So, damit wir hier mal wieder ein klein wenig Ordnung reinbringen, weil das sieht ja aus wie Kraut und Rüben hier. Das ist ja
Gar nicht so schick. So, erstmal so Motoren und so ein Kappes. Tü-lü-lü. Wie viel Geraffe da jetzt so rumliegt, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Die unendliche Liste. So, das ist so Material. Das fangen wir mal schnell an. Zack. Sorry, aber das gehört zum Spiel für mich zumindest. Was ist denn das? Also für mich zumindest mit dazu, ne? Jetzt ist der voll. Na geil. Wir brauchen einen neuen Container. Warte, ich suche mal einen aus. Warte, das sind Barren. Nein. Nein. Warte. 43.000. Okay, warte, dann nehmen wir diesen hier. Matz 2. So, weil dann gibt es jetzt den Matz-Container. Der Matz 2. Ach, nicht Matz. Barren, oder? Erze. Barren, ja, okay. Da muss der umbenannt werden. Matz 2. Ach, Bienenfeld. Matz 2 in Barren 2. Barren, Montageanlage, bla bla. Barren 2. So. Jetzt rinnt das ganze Zeug, obwohl eigentlich, ne, ach warte, ich sammle das erstmal alles komplett und dann kann ich ja immer noch austauschen, weißt du, dass man sagt, alles klar, hier kommt jetzt Gold rein, da kommt jetzt dann Eisen rein, irgendwie sowas. So, aber Eisen haben wir echt gut wieder plus gemacht, muss ich sagen, ne, das gefällt mir. So, das ist alles Eis. Und der ist ja hier noch am Produzieren von nichts mehr. Okay, dann halt nicht. So, Barren 2. Hier kommt einmal alles. Hier siehst du, flupp, flupp. Das ganze Gerödel da. Das gehört dann da auch nicht rein. Das gehört auch woanders eigentlich hin. Meine Güte. So, wie viel Schotter haben wir denn? 14.000. Rein da. Wieso produziert der? So, jetzt kann ich sagen, hier, zack. Und irgendein anderes Zeug kommt dann dafür raus. Zum Beispiel hier die 6.000 Dinger hier. Da rein. Dann kommen hier in meinen Barren, kommen jetzt dann hier, flupp. Hat auch nicht viel gebraucht. Warte, so. So. Hat auch nicht viel gebraucht. Egal. So, jetzt. Ach, der produziert noch. Zack, rüber damit. Achso, das ist der eigentliche Container, okay. Auch noch, der hier aber nicht. So. Wer produziert denn jetzt hier noch? Ah, hier. Na gut, sollen die mal machen. So, der kann einmal weg. Dann brauchen wir den hier. So, die 1000 Dinger müssen dann auch wieder woanders hin, ne? Das sind die normalen Mats. Das ist das.
So, der ist noch fleißig am Produzieren, was auch sonst. Oh, warte. So. Ne, dann können die Gitter da ruhig mit rein, ne? Genau. Die hier kommt damit rein. 14.000 haben wir. Fast. Wir haben sogar noch ein paar mehr. Ist der jetzt voll wegen? Okay. Packen wir die. Passen auch nicht rein. Freunde. Ja. Gut, er ist immer noch am Laufen und er hat immer noch einen Strich. Und ich bin alleine jetzt am Aufnehmen 3 Stunden. Das bedeutet, bei 3 Stunden macht das 6 Folgen, macht 12 Tage, die ich damit überbrücken kann. Lass mich kurz nachdenken und ich brauche Folgen für... Okay, das müsste reichen. Das müsste reichen, damit ich jetzt erstmal wieder safe bin mit der ganzen Geschichte hier, Folgen produzieren und so weiter. Zumindest was Space Engineers angeht. Was die anderen Projekte angeht, dann noch gar nicht so. Da muss ich jetzt dann später, wenn ich das hier fertig habe, auch erstmal aufnehmen. So sieht es nämlich aus, Freunde. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Zack, 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 bam, 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 Armstück. Ja. Gut, also. Wir haben es geschafft. Wir sind mit dem Sarkophag im Weltraum. Wir werden demnächst auch mit unserem Transporter hier verlegen. Und dann gucken wir mal, ob wir oben zügig weiterkommen oder auch nicht. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.